Ich hätte gerne noch eine kleine Einordnung gemacht, warum Sie jetzt hier hören, was Sie hören, weil der eine oder andere mag sich fragen, was hat das mit Neonikotinoiden zu tun. Der Grund dafür ist natürlich, dass heute Morgen wir uns ausführlich über die adversen Effekte und die katastrophalen Folgen für Menschen und vermutlich auch für die Umwelt und vermutlich auch menschliche Gesundheit von Neonikotinoiden unterhalten haben. Und ich hatte heute Morgen eingangs schon gesagt, das muss vor dem Hintergrund dieser Art der Landwirtschaft gesehen werden, wie die betrieben wird. Das heißt, es braucht den landwirtschaftlichen Kontext. Und da schließt sich dann jeweils natürlich dann an, wenn man die Analyse abgeschlossen hat und sich weitgehend einig ist in der Analyse, was kommt denn dann jetzt? Was sind denn dann die Alternativen und was könnten Möglichkeiten sein, um sich für zukünftige Anbauformen und dergleichen? Wir hatten auch angedeutet, dass es selbstverständlich im Rahmen einer Agrarwende, ist ja auch ein Wort, das man hier öfter hört, dass wir also wirklich fundamental umdenken müssen, was die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben und auch ihre angeschlossene Nahrungsmittelproduktion neu überdenken müssen, neu aufstellen müssen und neu transformieren müssen im Wesentlichen. Wir zeigen Ihnen vor diesem Hintergrund heute Nachmittag nur einige Beispiele, wie auch jetzt schon, wer jetzt schon, das eine ist natürlich eine langfristige Geschichte, Sie transformieren so ein System, das jetzt seit einem halben Jahrhundert mit astronomischen Summen aufgegleist und etabliert wurde, das transformieren Sie nicht über Nacht. Und dennoch wirken diese Pestizide über Nacht und auch am nächsten Tag und die nächsten Jahre. Das heißt, wir müssen eine Art Outphasing und eine Art während der Transformationsdiskurse, Sie sehen ja, wie lange das dauert, schon alleine im Klima und so weiter, das wird eine Weile dauern und wir müssen zwischendrin auch etwas tun. Und dass es auch schon Alternativen gibt für den Moment, wie man auch jetzt schon Dinge umstellen und neu und anders andenken kann. Dafür sind diese Beispiele, die wir Ihnen heute Nachmittag bringen, gedacht. IPM ist ein Konzept im Übrigen, das ist überhaupt nicht neu. Das ist sogar sehr alt. Das wurde in den 70er Jahren schon angedacht und konzipiert von amerikanischen Wissenschaftlern maßgeblich damals. Die diesen Begriff auch geprägt haben. Ich habe ihn selber in den 80er Jahren, als ich Landwirtschaft studiert habe und als Gärtnerin gearbeitet habe, war das ein geflügeltes Wort, das in aller Munde war. Das war also, jeder wollte IPM machen, integrierte Pflanzenproduktion, integrierte Pestmanagement und dergleichen. Das ist nur dann wieder verschwunden, interessanterweise, in den 90er Jahren. Das wäre auch nochmal eine Analyse wert, warum das so war. Und wird jetzt sozusagen wiederentdeckt. Und wird jetzt nochmal neu angegangen. Und ich habe, wie Sie auch gehört haben, hat es auch jetzt Eingang gefunden in EU-Regulation, was ja sehr erfreulich ist prinzipiell. Nur wie machen wir das jetzt? Wie transformieren wir mehr wie nur Pestmanagement, sondern wie transformieren wir die gesamten Systeme und was machen wir in der Zeit dahin? Das ist sozusagen die Einbettung und der Hintergrund, vor dem Sie die Dinge heute Nachmittag hören, die so auf den ersten Blick vielleicht mal erstmal nichts damit zu tun haben, mit Neonix zu tun haben. Und eine dieser Methoden, die wir jetzt auch schon andenken und überlegen könnten, wie eine Alternative zu Saatgutbehandlung und Bodenschädlingsbehandlung aussehen könnte, sind zum Beispiel auch die beiden Redner, die jetzt im Paket auftreten werden. Das ist Herr Weidauer und Herr Söffing. Einer ist Initiant, Entwickler und der andere ist Anwender und Praktiker. Also Sie haben beschlossen, Sie möchten das gerne im Doppelpack machen. Herr Weidauer kommt vom Fraunhofer Institut, arbeitet dort, promoviert auch zurzeit. Er wird gleich noch selber sagen, in was er das tut. Sie haben eine Methode mit Elektronenbehandlung entwickelt, um bodenbürtige Mikroorganismen, habe ich mir sagen lassen, weniger Insekten, aber Mikroorganismen, die ja auch mit Saatgutbeize behandelt werden, um diese eine neue Methode dieser Saatgutbehandlung zu entwickeln, die eben auf Pestizide verzichten kann. Also er wird seine Methode jetzt vorstellen, Herr Weidauer, und Herr Söffing wird dann übernehmen und aus der Praxis berichten. Sie haben das Wort. So, vielen Dank erstmal für die freundlichen Worte. Ich würde gern vorwegstellen, der Titel Post-Neonicotinoide passt für uns nicht zur Gänze. Wir verstehen uns eher als diejenigen für Post-Fungizide für dieses Zeitalter. Das ist schon ein Stück weit eher eingeleitet worden. Insofern, vielleicht macht das all denen, die jetzt mit dem Thema Neonicotinoide Probleme haben, ein Stück weit Mut. Auch da wird es dann eine Zeit danach geben müssen.
Ich habe heute bereits mitbekommen, hier sind nicht die Leute anwesend, die jetzt allzu tiefes Interesse in Hardware, Technik und Maschinenentwicklung haben. Deswegen werde ich meinen Vortragsteil entsprechend etwas einkürzen, um Sie nicht allzu sehr zu langweilen, damit der Saal nicht leer wird, bevor Herr Söffing dann weiterredet. Herr Söffing wird dann entsprechend Ergebnisse der Elektronenbehandlung von Saatgut vorstellen. Genau. So, auch hier würde ich dann entsprechend etwas schneller drüber springen. Die Fraunhofer Gesellschaft sollte allen soweit bekannt sein, denke ich. Ich glaube nicht, dass ich da viel Neues erzähle. In Deutschland gibt es zwischen 65 und 70 Instituten mit über 22.000 Mitarbeitern, die zentral in München. Und wir als Fraunhofer FEP, als Fraunhofer Institut für organische Elektronik, Elektronenstrahlung und Plasmatechnik, wir sitzen im schönen Dresden. Hier ein bisschen was zu den Zahlen, ist, glaube ich, für Sie etwas weniger interessant als das, was wir eigentlich tun. Das, was wir tun, ist etwas Uraltes, das gibt es nicht. Wir, also muss ich vielleicht dazu sagen, nach den freundlichen Worten zu Beginn, wir arbeiten damit. Ich habe um dieses Thema herum bei uns wieder eine Arbeitsgruppe aufgebaut. Wir sind nicht die geistigen Väter davon. Die sind schon lange, lange vor uns mit diesem Thema aktiv gewesen. Elektronen werden an und für sich schon seit Jahrzehnten, fast einem Jahrhundert verwendet, um verschiedene Wechselwirkungen in Substraten zu erzeugen. Das ist im Prinzip relativ einfach. Wenn Elektronenstrahlung Materie trifft, passieren verschiedene Prozesse. Die Details davon sind schwierig. Uns interessiert im Prinzip einfach nur das, was in dem Produkt selber passiert. Und was da passiert, ist recht einfach. Beschleunigte Elektronen spalten DNA auf. Die beschleunigten Elektronen bringen Energie in Doppelbindungen und spalten diese damit auf. Damit wird die DNA zerstört, Informationen gehen verloren und eine Vermehrung der Organismen ist nicht möglich. Nun stellt sich damit die Frage, wie ist es dann möglich, ein solches Verfahren für Saatgut anzuwenden? Wir wollen am Saatgut keine DNA verändern, wir verändern am Saatgut auch keine DNA. Und das machen wir aus einem ganz einfachen Grund. Elektronen können wir präzise einstellen in ihrer Eindringtiefe. Mit der Beschleunigungsenergie, die wir den Elektronen aufprägen, schaffen wir es genau einzustellen, auf Mikrometer genau, wie weit diese Elektronen in Materie eindringen. Das ist hier aufgezeichnet für verschiedene Beschleunigungsspannungen. Für 150.000 Volt, also für 150 kV, für 200 und für 250 kV. Diesen Effekt nutzen wir, um bei der Elektronenbehandlung von Saatgut die Elektronen nur in der Samenschalenhülle wirken zu lassen. In der Samenschalenhülle sitzen die Fungizide oder sitzen die Pilze, die Bakterien, all das, was wir abtöten wollen. Das heißt, wir stellen unsere Elektronen so ein, dass sie nur in der Samenschale wirken, dort unsere Schädlinge abtöten und dabei die DNA im Samen selber unverändert lassen. Im Optimalfall sieht das dann ungefähr so aus. Wir haben eine Dosis, also eine Energie pro Volumeneinheit, die in der Samenschale wirkt und irgendwo hier hinten wäre dann das Saatgut-Embryo mit der DNA, aus der die Pflanze entsprechend nachher entsteht. Das heißt, die DNA weiß nie, da waren mal Elektronen, da war irgendetwas außen dran. Die Pflanze selber wächst einfach nur aus einer gesunden, keimfreien Pflanze heraus. Nun würde ich noch kurz etwas zur Geschichte sagen, bevor wir dann zu den Anwendungsbeispielen und Ergebnissen im Feld kommen. Wie schon erwähnt, die Geschichte ist sehr alt und insofern interessant, da auch wir eine Art Postzeitalter darstellen. In der DDR wurde einst sehr stark mit quecksilberhaltigen Beizmitteln gearbeitet. Quecksilber im Boden war ein Riesenproblem, hat sich angereichert. Über Jahre hat es sich immer weiter angereichert. Man hat es in der Nahrung gefunden, man hat es in Babynahrung gefunden, was dazu geführt hat, dass die Regierung der DDR irgendwann die Frage aufgeworfen hat, was können wir an Alternativen tun? Nun war Ostdeutschland wirtschaftlich relativ schwach und hatte keine Möglichkeit, damals moderne Beizmittel aus dem Westen zu kaufen.
musste sich daher mit Alternativen befassen. Selber Beizmittel zu entwickeln ist noch teurer. Also hat man geschaut, welche Alternativen gibt es, besonders welche physikalischen Alternativen gibt es. In diesem Zuge ist man auf den Herrn Manfred von Ardenne zugegangen, großer Physiker seiner Zeit, hatte das größte private Forschungsinstitut der DDR unter sich in Dresden. Der Herr wusste, Elektronen können zum Sterilisieren, also zum Keime abtöten verwendet werden und hat 1983 erste Anhiebsversuche nahe Dresden veranlasst. Das, was wir hier sehen, ist ein erstes Maschinenkonzept, mit dem man einige Kilogramm Saatgut mit Elektronen beaufschlagt hat. Nun darf man sich nicht vorstellen, dass das damals ein erfolgreiches Behandeln großer Mengen war. Man konnte einfach nur zeigen, ja, es ist möglich, genauso wie wir heute gesehen haben, es ist möglich, mit intelligenten Ansätzen die Landwirtschaft ein Stück weit besser zu machen. Aus dieser Überlegung heraus entstand eine erste größere Maschine, mit der dann schon in einer Art Semi-Batch-Prozess größere Mengen behandelt werden konnten. Und mit diesem System wurde 1987 die Entscheidung getroffen, das ist die Zukunft der Landwirtschaft in der DDR. Es kam die Wende und es gab am Ende schlicht und einfach so einen Riesenstapel Papier mit vielen, vielen Unterlagen, die bei mir im Büro gelandet sind. Gott sei Dank ging es schon 1995 weiter, als dann das Fraunhofer FEP aus dem Manfred von Ardenne Institut hervorgegangen ist, hat man auch dieses Thema wieder angepackt. Man hat eine erste kontinuierliche Behandlungsanlage aufgebaut, Durchsatz 10 Tonnen die Stunde, alles unter Vakuum, wie das bis zu dieser Zeit für Elektronenprozesse üblich war. Der große Schritt kam dann 97 bis 99 in einem von der Sächsischen Aufbaubank geförderten Entwicklungsprojekt. Im Rahmen dieses Projektes entstand eine erste Maschine, wie wir sie heute ähnlich auch noch nutzen. Die Maschine hat einen Durchsatz von 30 Tonnen Saatgut pro Stunde und arbeitet an Atmosphäre. Das Saatgut fällt einfach nur vor zwei Elektronenquellen vorbei, bekommt dabei die Dosis, die es benötigt, um die Keime abzutöten. Mehr ist es nicht. Wir sehen hier unsere erste Maschine, die wir dazu gebaut haben. Das ist damals noch montiert gewesen in einen LKW, in einen Sattelauflieger. Hier sehen wir, haben wir einen Blick in die Behandlungskammer hinein, wie das aussieht. Es sind zwei einfache Elektronenquellen. Das Saatgut fällt von oben nach unten durch, bekommt die Dosis ab, fertig. Nun ist uns bewusst und ist uns auch klar, als verrückte Wissenschaftler ist es nicht möglich, bei den Endanwendern und den Landwirten wirklich dieses Vertrauen in eine solche Technologie zu kreieren. Wir haben 10 Jahre lang die Maschine quer durch Europa gefahren, wir haben überall Versuche gemacht, wir haben eine Langzeitstudie zusammen mit der Biologischen Bundesanstalt, heute Julius-Kühn-Institut, durchgeführt. Überall sehr gute Ergebnisse, wir waren immer vergleichbar mit der chemischen Beize. Der wirkliche Durchbruch war aber nie möglich, da wir einfach nicht den direkten Kontakt zu den Endanwendern hatten. Der große Durchbruch kam erst, als wir 2011 die Maschine an die Unternehmen BayWa und Nordkorn verkauft haben, die eine viel bessere Möglichkeit haben, direktes Marketing zu betreiben und das Produkt zu verkaufen. Genau da sind wir jetzt auch, wo ich dann an Nordkorn übergeben würde. Ja, ich muss da. Genau, hier ist das Mikro. Um die Zeit kurz zu überbrücken, Dankeschön. Danke für die Vorstellung. Mein Name ist Roland Söffing. Ich bin heute eingeladen, danke von dem Professor Wenzel, als Praktiker zu Ihnen zu reden über die Einführung der Technologie in die Landwirtschaft, Erfahrung in der Landwirtschaft, Entwicklung in der Landwirtschaft. Lassen Sie mich kurz uns vorstellen als Unternehmen. Wir sind die Nordkorn Saaten GmbH, eine 100%ige Tochter der Ceravis AG. Danke. Und unsere Kernaufgabe ist es, Saatgut für die Landwirtschaft bereitzustellen. Auf insgesamt 14.000 Hektar in Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Brandenburg machen wir zusammen mit den Landwirten die Vermehrung von Saatgut in verschiedenen Kulturen. Sie sehen die Getreide, Leguminosen, Ölsaaten, da sehen wir die Sonnenblume, Raps und Mais behalten die Züchter in ihrer eigenen Hand, denn damit kann man viel Geld verdienen. Wir machen die Mehrarbeit
wie gesagt, in den Standardgetreidekulturen, aber auch in Gräsern, in Klee und auch in Zwischenfrüchten. Wir haben grundsätzlich drei Standorte zur Saatgutproduktion. Güstrow ist der größte Standort in Gesamtdeutschland mit ca. 40.000 Tonnen Saatgut-Output jedes Jahr. Dazu Angermünde, östlich von Berlin, näher der polnischen Grenze, und auch Jüterbog, südlich von Berlin, jeweils nochmal Standorte mit 5.000 bis 10.000 Tonnen. Summa summarum produzieren wir in Deutschland 10% des verwendeten zertifizierten Saatguts als Nordkorn Saaten GmbH. 10% Marktanteil. Von diesen 10%, sage ich mal 12.000 Tonnen, mittlerweile elektronenbehandeltes Saatgut, welches wir direkt an die Landwirtschaft verkaufen. Das ist ein Erfolg für uns. Ich denke, für die Landwirte und auch für das gesamte Wirtschaftssystem Landwirtschaft. Gut, 2010 hat sich mein Chef damit angefangen, mit dieser ganzen Technologie zu beschäftigen. Der André Weidauer hatte den LKW ohne Werbung gezeigt. Bei uns hatte er zu der Zeit einen Markennamen, der hieß Epura. Sie sehen, das war, ich sage mal, nicht konstruktiv, aber das war so ein bisschen individuelle Lösung, die wir immer vorzuhalten hatten. Wir brauchen sehr hohe Stromanschlüsse, wir brauchten Zuwägung über Förderbänder, Abwägungen, alles mit einem Gabelstapler beliefert, entnommen. Summa summarum haben wir jedes Jahr ca. 7.000 oder 8.000 Tonnen Saatgut damit in den Markt bringen können. Die Anlage gebaut war mal für 5.000 Tonnen. Der Erfolg hat sich eingestellt, ging immer weiter. Somit haben wir 2014, 2015 eine Investplanung gemacht, für eine Großanlage zu bauen. Ähnliche Technologie, allerdings in einem Gebäude, fest installiert, mit einer festen Zuführung des Saatgutes über zwei Wege, entweder aus dem Silo direkt oder eine Zweiteinspeisung über manuelles Abfahren und Anfahren. Die ganze Technologie untergebracht, die Abwägung des Saatgutes wieder untergebracht, den Bedienungsraum und die eigentliche Behandlungsanlage. Wenn wir jetzt hier oben in diese Tür mal reingehen, sehen wir den normalen Behandlungsraum, relativ schlicht. Der Arbeiter, der bei uns die Elektronenbehandlungsanlage bedient, wenn man dem Schrittzähler geben würde, hätte er eigentlich nicht die meisten Schritte am Tage zu tun. Wenn die Anlage läuft, ist sie nur zu überwachen. Ein Bildschirm für die Zuführung, ein Bildschirm für die Prozesskontrolle und ansonsten arbeitet die Maschine komplett autonom. Der André hatte ein kurzes Bild vorhin schon mal gezeigt. Ganz einfacher Prozess. Saatgut-Vorratsbehälter, eine Rüttelrinne zur Vereinzelung, Durchfließen des Saatguts im freien Fall, Abführung ist behandelt, kann verpackt werden, wurde vorher gereinigt und kann rausgehen. Daher auch die großen Durchsätze von ca. 25 Tonnen die Stunde. Warum haben wir eigentlich eine zweite Maschine gebaut? Die BayWa in Süddeutschland ist ebenfalls neben uns Inhaber dieser Technologie mit einem relativ geringen Level. Der persönliche Einsatz meines Geschäftsführers und einiger Mitarbeiter haben eigentlich dafür gesorgt, diese Technologie in die Landwirtschaft zu transportieren. Das war nicht die Sache, sich hinzustellen und Zeitungsartikel zu schreiben oder große Untersuchungen zu machen, sondern es ging die ersten Jahre rüber aus, Versuchssaatgut für jeden Landwirt, ein Big Bag Saatgut, 5 Hektar ausdrillen, im Herbst kommen die Pflanzen auszählen, im Frühjahr wieder hingehen, die Pflanzen auszählen, mit dem Landwirt sprechen, Krankheiten bonitieren und im nächsten Jahr wurden die Flächen eigentlich, haben sich ausgedehnt, das kann man sehr schön sehen, außer 2011 um die 6.000 Tonnen, knappe 9.000 Tonnen, dann gab es hier ein schwieriges Saatgutjahr, späte Ernte, frühe Aussaat, heißt für uns wenig Zeit zur Behandlung. Aussaat 14 über 9.000 Tonnen und im Jahr 2015 sind wir bei ca. 12.000 Tonnen behandeltes Saatgut und sind mal wieder ausgelastet. Da, wo wir eigentlich 2013 und 2012 standen, die Maschinen sind ausgelastet, wir können nicht mehr produzieren in 5 oder 6 Wochen Saatgutsaison. Diesen Punkt haben wir wieder erreicht und wir haben nächste Woche ein Treffen in Dresden, wo es um wieder eine Neuinvestition geht. Für uns eine Erfolgsstory, muss ich so sagen. Gut, jetzt möchte ich ein paar zusammengefasste Versuchsergebnisse mal zeigen. Wir haben mitbegleitet von 2001 bis 2013, wo über ein Ingenieurbüro wurden hier bei großen Züchtern wie der Nordsaat, SWC, IG Pflanzenzucht oder RAGT, die alle
Hier sind die ein bisschen verschoben, die Punkte. Aber die alle ihre Zuchtstation in der Magdeburger Börde haben, dort konnten immer Versuche angelegt werden, immer begleitende Versuche. Ähnlich wie die Biologische Bundesanstalt hat man eigentlich immer diesen indirekten Nachweis bisher nur erbracht, die Technologie funktioniert, denn wir haben nahezu keine Ertragsunterschiede zwischen chemisch behandeltem Saatgut, das sind meist normal azolhaltige Balzmittel, und der Elektronenbehandlung, hier in dem blauen Balken dargestellt. Mittelt man die Auswertung mal aus 13 Jahren, hier wurden 13 Jahre 4 Standorte und 4 Winterweizensorten jedes Jahr, weil es ja auch Sorteneffekte gibt, in Wiederholung ausgewertet, in Kleinparzellen. Und wenn man die alle mal verrechnet, dann ist es nicht, weil hier die Statistik vergessen wurde, sondern es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen einer chemisch behandelten Variante und einer elektronenbehandelten Variante. Es gibt auch vielleicht zwischen der Kontrolle und Evita, signifikant gibt es da keinen Unterschied. Über diese Sache muss man auch diskutieren, meiner Meinung nach heutzutage. Wir haben sehr hohen Level an Fungizide während der Wachstumsperiode, auch an Insektizide. Die Saatgutproduktion unterscheidet sich nicht großartig von der Nahrungsmittelproduktion auf dem Feld. Das muss man immer wieder festhalten. Das sollte uns mal einen Denkanstoß geben. Gut, ich habe mal über die letzten 3 Jahre in verschiedenen Länderdienststellen einfach mal Versuche in Auftrag gegeben, in verschiedenen Kulturen. Und Tiram ist ein 60 Jahre alter Wirkstoff, der in der Maisindustrie noch sehr gerne verwandt wird, um ein Fungizide Beize. Und habe einfach mal Trockenmasse-Ergebnisse bei Mais zusammengefasst, weil die zusammengefasst sind, habe ich jetzt auch keine Statistik hinterlegt mit. Und wir sehen, dass eine TMTD-Variante, das ist der Handelsname von Tiram, mit der Elektronenbehandlung einen leichten Ertragsvorsprung gegenüber einer unbehandelten Kontrolle aufweist, tendenziell aber zwischen den Behandlungsmethoden keine Unterschiede zu erkennen sind. Ein anderer Versuch aus Schleswig-Holstein, 3 Jahre, da gab es immer einen Herrn Dr. Oben auf, absoluter Gegner der Elektronenbehandlung, denn er hat uns immer gesagt, ihr könnt ja nur samenbötige Krankheiten behandeln. All unsere bodenbötigen Krankheiten, die dem nackten Korn schädigen würden, könnt ihr nicht erfassen und somit ist es keine Alternative. Schleswig-Holstein liebt den Fruchtfolge Weizen-Weizen-Raps, demzufolge überhaupt keine Alternative. Wir haben 3-jährige Versuche gemacht, Kontrolle komplett unbehandelt, Standardbeize. Standardbeize plus Sonderprodukt für den Nachbau Weizen nach Weizen nach Weizen nach Weizen. Da gibt es eine Sonderkrankheit, Schwarzbeinigkeit, die baut sich auf. Normalerweise kostet 25 Euro Aufpreis, kommt von Monsanto das Produkt. Standardbeize, 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 Elektronenbehandlung. Dieses Jahr ist die Versuchsreihe beendet worden, nach 3 Jahren. Und wir sind mit der Elektronenbehandlung nahe, Standardbeize sind meistens Azol oder ist ein Azol, die sind Arena C, gleichwertig, wenn nicht sogar leicht besser. Und das unter Bedingung ständiger Weizenanbau. Weizen nach Weizen nach Weizen nach Weizen. Da darf man mal diskutieren über die Schaderregerpopulation im Boden. Gibt es viel zu wenig Material meiner Meinung nach drüber? Wird ja auch in der klassischen Agrarforschung nicht mehr berücksichtigt. Ist nicht mehr so relevant, muss teilweise von der Industrie abgefangen werden. Nochmal ein kleiner Wink zur. Warum muss Industrieforschung betrieben werden? Warum beschäftigen wir uns auch so mit diesen Themen? Ich denke, als Denkanstoß rennen mir gerade die Chemiebuden die Tür ein und wollen das auseinanderpflücken. Ich habe gesicherte Ergebnisse und ich sage mal, der Gegenwind aus der Industrie generell war am Anfang sehr groß. Mittlerweile finden sie kein Argument, um die Elektronenbehandlung zu schmälern oder zu schmähen. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Im Moment ist es sehr ruhig geworden. Gut, zusammenfassend zur Elektronenbehandlung, das kommt mal aus unserer Marketingabteilung, aber die Sachen stimmen. Wir haben keine Gesundheitsgefahren für den Anwender, denn es ist eine rein physikalische Methode. Absolut effektiv gegen samenbürtige Schaderreger. Der Einfluss der bodenbürtigen Schaderreger bleibt zu diskutieren. Keine Auflagen zum Transport, dem Gebrauch oder auch in Wasserschutzgebieten in der Anwendung. Keine schädlichen Einwirkungen auf Nützlinge,
Und gleichzeitig, dadurch, dass keine chemischen Rückstände in Böden oder am Saatgut haften bleiben, haben wir auch keine Resistenzbildung bei den Pathogenen. Das ist eben Physik. Ein schnellerer Auflauf ist dadurch begünstigt, dass das Saatgut relativ, ich sage mal, natural verbleibt. Wir haben Azole, die sonst in den Weizenmitteln verhandelt werden, die greifen in die Physiologie des Saatguts oder des Keimlings ein, zwei Tage späterer Feldaufgang. Gegenüber der Elektronenbehandlung ist bei den chemischen Varianten gesichert. Zugelassen für den organischen oder für ökologischen Landbau, obwohl wir sagen, nicht zugelassen, sondern es gibt kein Anwendungsverbot, sagen wir mal so. Ich habe jedes Jahr immer wieder Diskussionen mit den Verbänden. Da entsteht böse Strahlung und das darf nicht benutzt werden, obwohl unsere Landwirte das wollen. Das müssen wir jedes Mal in Einzelgesprächen klären. Aber wir haben in Deutschland nicht den Zwang der Zulassung dieses Verfahrens. Es ist freigegeben, sagen wir mal so, weil es ist nicht zulassungsnötig. So, haben unsere Landwirte uns mitgeteilt, dadurch, dass keine Beizmittel dran sind, fließt es besser durch die Drillmaschine. Und wir können letztendlich Saatgutreste auch als Futtermittel verwenden. Es ist ja keine Chemie vorhanden. Gut, zukünftige Projekte möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wir untersuchen gerade in Bachelor- und in Masterarbeiten den Effekt der Elektronenbehandlung bei Erbsen auf die Brennfleckenkrankheit, Ascochyta. Und in Lupinen spielt die Anthracnose ja eine riesengroße Rolle. Zukünftig eine Frage, die Effekte von der Elektronenbehandlung auf Grassaatgut und Kleesaatgut. Da gibt es keine zugelassenen Beizmittel, aber Probleme in der Vermehrung, weil auch keine Fungizide zugelassen sind. Das ist mal ein Punkt, da lade ich jeden zu ein, der Perspektive oder nicht Perspektive hat, sondern der Ideen und freie Kapazitäten hat, mit uns zusammenzuarbeiten. Denk in diesem Spannungsfeld oder in diesem Arbeitsfeld, denke ich, muss noch sehr, sehr viel gemacht werden. Gerade die Mikrobiota des Bodens, das Edaphon. Und wir schreiben gerade einen Forschungsantrag zusammen mit der Universität in Rostock. Da geht es um die direkte Messung, und zwar auf molekularbiologischer Ebene, der Effizienz der Elektronenbehandlung. Das soll ein kurzer Überblick gewesen sein, was machen wir rein aus praktischer Anwendung schon. Ich war damals mal erschrocken, ich habe vor 2006 in Rostock angefangen, Landwirtschaft zu studieren, Güstrow ist 40 Kilometer entfernt und ich habe während meines gesamten Studiums nicht ein Wort zur Elektronenbehandlung gehört. Das ist nochmal eine Frage, die heute aufgegriffen wurde, der junge Herr ist nicht mehr da, aber die Kommunikation ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Punkt zwischen den verschiedenen Ebenen, die verbessert werden muss in Deutschland. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen?